Ich muss ja mich noch um den Armbrustschützen kümmern. Ich hätte dich beinahe vergessen. Penner. Ja. Da war schon wieder die Ausdauer leer, oder was? Meh. Hat ein Menschlichkeit wieder dazu bekommen. Nein, was macht es denn? Da tritt es, wenn es mal nicht treten soll. Von wem habe ich den denn jetzt in den Rücken bekommen? Da ist meine scheiß Ausdauer. Nein, falsche Richtung. Jetzt ro- Alles klar. Konnte ich gerade total nachvollziehen. Fick dich, Spiel. Ich muss auch irgendwie gestehen, dass du total scheiße hier stehst, du Bastard. Ja, du auch. Jetzt weich doch halt aus. Da ist die Kacke leer. Hilft ja nix. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Sicher weiß ich nicht, dass ich gleich ein kleines Päuschen mache. Dankeschön für diesen wunderschönen Potion in meinem Gesicht. Und danke für deine unglaublich tolle Range. Ich muss mit drei Heiltränken da gar nicht bei dem scheiß Boss auftauchen. Er lacht mich doch aus. Ernst. Nein, fick dich. Fick du dich noch mehr. Korrigiere mit zwei Potionen auftauchen. Aber an sich muss ich es vielleicht doch tun, einfach mal, um einfach ein bisschen was von dem Gegner selber dazu zu lernen, sein Movement und so. Das ist sein scheiß Ernst jetzt. Du Fuckbastard, jetzt stirb doch halt. Himmel, Arsch und Zwirn. Ein scheiß Potion. Okay, ich gehe da ohne Potions hin. Ich merke das schon. Wenn es diesen Bastard da oben nicht geben würde, ne, würde ich einfach so fucking durchrushen, ne? Aber nein! Es muss mich ja geben. Fall bloß die Treppe runter. Okay, einpauschen. Will mich nicht vorher die Armbrustschützen killen. Alles klar. Puh, durchatmen. Nicht aufregen. Ist ja noch der erste Boss, ne? Ist da hinten eigentlich auch eine Leiter? Warte mal kurz, bis die geschossen haben. So macht man das. Können die mir nicht auch einfach... Warum droppen die Gegner hier keine Heiltränke? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Okay.
Okay. Kann ich dich schon mal... Nee, okay, ich muss gleich warten. Und dann kriegt er meinen Speer in die Fresse. Komm hoch, komm. Alter, ich bleib einfach in seinen scheiß Beinen hängen, oder was? Weich ich zu früh, weich ich zu spät aus? Ich raff's nicht. Ich habe ihm Schaden zugefügt. Kann man das sehen? Ein bisschen? Oder ist der Speer einfach die falsche Waffe für ihn? Dass ich da auch noch ein bisschen umdenken muss. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Alter. Okay, ich versuch's noch einmal mit durchlaufen. Anscheinend. Ich muss einfach die scheiß Schildtypen aufpassen. Ja, gar nicht. Guten Abend, Jungs. Muss ich mich weiter... Weißt du, dann denke ich mir so, halte ich doch weiter links... Dann kommst du an seinem Schild vorbei und er geht einfach weiter links die Treppe runter. Das Spiel ist klüger als ich. Vielleicht zur Befürchtung. Aber ich bin immerhin hier mit 5 Heiltränken. Das ist doch schon mal was, oder? So, euch habe ich inzwischen im Griff. Steht hier vielleicht noch ein hilfreicher Tipp. Achtung, Kopfschüsse. Toll. Geh weg. Nein, sollte ich nicht tun. Ich glaube nicht hier auf der Brücke. Okay, aber ich kann näher auf jeden Fall gleich näher an ihn ran, dass ich ihn vielleicht da dann doch schon mal ins Gesicht piekse. Scheint stand ich da gerade zu weit weg. Scheiße! Ernsthaft? Er hat mich gerade einfach kaputt getreten. Nachdem ich in seinen Schwanz gelaufen bin. Es ist so lächerlich. Es ist so abgrundtief lächerlich. Fuck you too. Ja. Okay. Versuch A. Bin zu weit weg, treffe nicht mit meinem Speer. Gehe näher ran, bekomme seine Axt in die Fresse. Bin fast tot. Ich will es ja nochmal versuchen, ne? Na los, komm. Los. Letzter Durchgang, komm. Ich verstehe es auch nicht, die laufen auch jedes Mal einen scheiß anderen Weg, oder? Jedes Mal, wenn ich ihn ausweichen möchte... Erwischen mich die Bastarde trotzdem. LOL. Wie auch immer er mich gerade erwischt hat. Solide. Bastarde sind direkt hinter mir. Jetzt lauf schon. Eigentlich habe ich, glaube ich, auch genug Zeit, hier hochzurennen und die Typen trotzdem anzugreifen, aber ich finde es zu unsicher. Alter, sein... Euer Ernst! Ich... Okay, ich höre auf. Ich höre für heute auf, das hat keinen Sinn mehr. Ich bin mit meiner emotionalen
Mir fällt kein schönes Wort dafür ein. Emotionalen Geduld am Ende für heute. Meine mentale Kraft. Keine Menschlichkeit, okay. Entfachen. Kein Entfachen als Hüllen möglich. Okay. Gut. Ja. Ich bedanke mich ganz rechtlich fürs. Ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß, obwohl die Folge ja nicht wirklich viel Neues geboten hat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Part. Euer Star Agro.